Ja, ey, ich mache hier die Ansage. Nochmal. Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Demogorgon unterbricht ja einfach hier meine, wunderbar tolle Begrüßung, ey. So geht's ja nun nicht, ne? Naja, du bekommst trotzdem Blutpunkte von mir. Von irgendwas musst du ja auch leben. Leute, wir leveln den Demogorgon weiter. Ehrensache natürlich. Wir sind 39. Okay. Ich wollte gerade sagen, müssten wir jetzt nicht eigentlich dann auch... Wenn er hier hingeht, zack, zack, das fällt weg, zuck, das fällt weg. Ja, gut. Ich glaube, so weit kommt er zwar gar... Nee, so weit kommt er gar nicht mehr. Also hier muss ich jetzt leider reingrätschen. Aber hey, ist ja nicht weiter tragisch. So, ja, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir holen uns mal eben schnell die 30.000, denn, wie ihr ja wisst, wir haben heute eine Runde mit The Maesha gespielt. Und... Oh, hier könnte ich jetzt natürlich auch wieder den... Obwohl, halt. Wir sind in der letzten Phase. Wir sind in der letzten Phase. Das bedeutet, wir probieren natürlich immer zwei zu bekommen. Zwei Perks. Umso weniger Blutpunkte brauchen wir dann nachher hinten raus. Ja, wo gehst du jetzt lang? Hoch oder nach unten? Nach unten. Schade. Wäre cool gewesen, wenn er dorthin gegangen... Das ist Schummeln. Ich hab's auf Band. Okay. Das muss ich an die Entwickler schicken. Report ist raus an den Entitus. Also der wird gebannt. Ich habe jetzt wirklich so viele Beweise schon gesammelt, dass der Typ schummelt. Yo. Wir gehen erstmal da unten hin, denn jedes Stufe 3 Perk, das weg ist, ist aus der Rotation raus und umso schneller haben wir den Demogorgon dann auch fertig. Ich hatte mir eben vor dem Video noch überlegt, ah ja, ich habe ein Thema, über das ich quatschen kann. Und jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Über irgendwas wollte ich mit euch quatschen, Leute. Ich habe es wirklich vergessen. Oh, das ist doch kacke. Okay, ich kann euch auch nachher nochmal, wenn ich dran denke, das neue Outfit zeigen. Oder beziehungsweise die neuen Outfits. Wir gehen erstmal nach da oben. Oh, nice. Okay, wir bekommen beide Stufe 1 Perks. Das hier können wir auch nochmal mitnehmen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, also, wie gesagt, ihr habt es wahrscheinlich im anderen Video schon mitbekommen. Ich nehme das jetzt einen Tag im Voraus auf. Einfach nur aus dem Grund, dass ich halt eben morgen tagsüber erstmal unterwegs sein werde. Hier können wir auch wieder zwei Stufe 1er Perks klar machen. Das gefällt mir richtig gut, Leute. Geil. Das ist wirklich super. Und ja, wie gesagt, hinten raus kommen wir sowieso relativ schnell durch. Also es wird jetzt nicht ganz so lange dauern wie sonst, den Demogorgon wieder perfekt zu machen. Ich freue mich drauf. Ist natürlich auch die Frage, wie viele Sachen ich wirklich auf Stufe 3 machen sollte. Obwohl am Ende braucht man ja eigentlich nur noch 4 Perks, die übrig sind, mit denen man dann halt so ein bisschen rotiert. Da unten wäre die nächste Stufe vonnöt. Jetzt ist nur die Frage, wo geht der Entitus wohl hin? Ich gehe mal hier zu Nöt direkt. Oh, ich hätte mir natürlich auch das holen können. Na gut, jetzt ist zu spät. Und hier oben fällt immerhin ein bisschen was weg. Ja, trotzdem. Anders wäre es besser gewesen. Wie gesagt, Leute, es ist schon spät. Ich habe eben schon 4 Stunden gestreamt. Bitte, diesmal müsst ihr mir wirklich verzeihen, dass ich verwirrt bin. Ich habe einen Grund. So. Naja, gut. Schade. Ich hatte irgendwie ein Thema eigentlich auf dem Schirm, wo ich mir dachte, oh ja, das ist interessant. Aber scheinbar war es nicht so interessant, dass ich es mir mal eben 10 Minuten gemerkt habe. Es ist mir eben während der anderen Runde eingefallen. Ach ja, ich bin gespannt, Leute. Freut ihr euch schon auf das, na, es ist egal, was ich mir hole. Ich bekomme so oder so noch das Map offen. Freut ihr euch schon auf das Halloween-Event, beziehungsweise freut ihr euch generell auf das Update, was am Dienstag kommt? Ich freue mich wirklich drauf. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt alles dann so in der Live-Version macht. Oben wäre Barbecue. Heute wurden nur Fehler begangen, Leute. Oh Mann. Naja, dafür kriegen wir das 100% Offering da unten. Vielleicht ist der Entitus ja auch gnädig und hat ein bisschen Mitleid. Und zeigt mir dann gleich nochmal Barbecue im nächsten Blutnetz. Ab Level 50 haben wir sowieso nochmal ein bisschen mehr Auswahl. Da unten ist der eiserne Griff. Oh ja, 2 auf Stufe 3. Gehen wir mal eben erstmal hier hin. Er holt sich das andere. Immerhin fällt da ein bisschen was weg. Das ist dann immer so, weißt du, das ist so das Trostpflaster quasi. Wenn ein bisschen was wegfällt, freut man sich, dass wenigstens so ein bisschen man
noch einen kleinen Vorteil daraus zieht. So, 2 Stufe 1. Wo würde denn mehr wegfallen? Hier drüben definitiv. Oh, jetzt geht auch noch Schluck auf. Ah, jetzt will er es nicht haben, damit ich mir das Map-Offering hole wahrscheinlich, ne? Ich weiß auch nicht, der Entitus, der mag mich irgendwie nicht. Der spielt immer nur gegen mich. Ach ja, wie gesagt, ich freue mich auch auf den Rift. Ich bin sehr gespannt mit den ganzen Quests, in Anführungsstrichen, die man da halt hat, die Aufgaben. Ich freue mich drauf, Leute, ich freue mich drauf. Es ist schon bald soweit. Am Dienstag werde ich wahrscheinlich nicht, nicht streamen können, leider. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, genau an dem Release-Day. So, jetzt können wir auch wieder den Entitus für uns nutzen, wenn es sich dann anbietet, in dem Blutnetz... Ey, guck mal hier drüben, Alter, da muss der hin. In diesem Blutnetz, er könnte jetzt eigentlich... Na, eigentlich kann nichts Sinnvolles mehr passieren. Deswegen, wenn er da hingeht, bringt überhaupt nichts. Nee, ich mach hier dicht. Der soll nochmal woanders starten, am liebsten halt... Wenn er hier hingeht und dann hier... Nee, fällt auch nichts weg. Wir machen hier dicht. Genau, die Map-Offerings, mein Freund. Das ist was, was ich dir auch wirklich vom Herzen gönne. Die kannst du dir gerne holen. Da hat man Spaß dran. Das ist da. Unten ist der Bluthund. Wir sind noch 2 an 1. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich hole mir trotzdem erstmal den Bluthund. Mal gucken, wo der Entitus jetzt statt. Da, okay. Dann zack, fällt direkt der gesamte Ast weg. Wir bekommen trotzdem noch ein zweites Perk, wenn er hier hingeht. Ja, da fällt auf jeden Fall dann was weg, ne? Lassen wir ihn mal da oben lang gehen. Mach mal, gönn dir, mein Freund. So, hier mache ich trotzdem schon mal dicht. Und ich muss mir wieder ein Map-Offering holen. Also, so viele Map-Offerings, wie der mir jetzt hier reingedrückt hat, das finde ich nicht so schön. Oben haben wir einen Stufe 1er Perk. Muss ich mir wieder ein Map-Offering holen? Ist jetzt halt so, Leute. Und wenn er hier hingeht... Ah ja, bis dahin würde ich ihn ganz gerne noch gehen lassen. Achso, geht er eh, stimmt. Nein! Ich bin ein Idiot. Okay. Ja, das war echt... Ich sag's noch. Mann. Verwirrtheit hat einen Namen. Hi, Ibims, der Grenz. Nur Quatsch. Hol dir mal das Lila nicht unten. Ach ja, niemals am Abend nach dem Stream aufnehmen, Leute. Ja, ich brauche nur eine Ausrede. Was? Wer hat das gesagt? Ich nicht. Okay, oben bekommen wir wieder etwas. Wenn der Entitus jetzt hier hingeht, fällt das alles direkt weg. Das ist toll. Also, was machen wir? Wir holen uns erstmal das hier. Und dann erst das nächste Perk. So, okay, ein bisschen Konzentration. Im Blutpunkte-Video verkacken, Alter. Das sind so Dinge, die nur Grants schafft. Beim Blutpunkte ausgeben, reinscheißen. Ach ja. So, unten wäre Nöd schon auf der höchsten Stufe. Dort haben wir ein Offering. Das müsste ich mir eigentlich geiern. Weil 100% sind nun mal 100%, Leute. Ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht. Jetzt startet er genau dort. Wo gehen wir denn jetzt lang? Ich nehme Nöd, weil dann ist Nöd aus der Rotation raus. Und ich könnte direkt loslegen, weil da unten brauche ich gar nicht hin, ne? Dann lenken wir ihn nach unten. Dann geht das nämlich weg. 100% gehören mir. Ich könnte probieren, mir nochmal ein Mori zu holen. Denn so ein paar Moris brauchen wir ja schon. Ich lasse die ganz gerne mal aus eigentlich, aber so ein paar Memento Moris für den Mori-Montag. Das klingt nach einer guten Investition. So, du willst da unten hin. Also ich könnte hier natürlich dicht machen, aber dann könnte ich selber ein Problem bekommen. Egal wie er jetzt geht, ne? Eigentlich ist es wirklich Wayne. Ne, die günstigen Sachen bekommst du trotzdem nicht. Wenn du hier lang gehst wiederum, da fällt gut was weg. Gönn dir mal, ich hol mir auch mal ein paar pinke Offerings. Ach, wie gesagt, wir werden ja so viel Zeit sparen und dadurch dann auch so viele Blutpunkte durch dieses neue System halt eben. Dass wir auch gerne mal, glaube ich, das ein oder andere interessante Add-on oder Offering mitnehmen können. So, das Mori, das gehört mir. Ha! Gegeiert. Es wirkt im ersten Moment zwar wahrscheinlich nicht so, aber doch, wir kommen schneller durch als zuvor. Deutlich schneller wahrscheinlich sogar.
So, und dann gehört uns das ja auch nicht. Ich habe mir gestern, also heute quasi auch schon, eines der Halloween-Outfits geholt. Für die Leute, die gestern nicht im Stream gewesen sind. Es ist die Rin geworden. Kann ich euch gleich auch nochmal gerne zeigen. Ich hatte gestern nämlich nochmal eine Runde mit dem Gespenst gespielt und dann dachte ich mir so, ja komm, musst du doch mal ein bisschen representen, hol dir doch mal einen der Halloween-Skins. Ich finde die Halloween-Skins auch eigentlich alle recht fresh, muss ich sagen. Ich denke, da wird sich der ein oder andere noch gegönnt. Ach ja, es passiert viel bei DBD aktuell, ich freue mich, wie gesagt. Ist auch gut, ich meine, das Spiel ist jetzt auch über 3 Jahre alt und es ist cool, dass sie immer noch schön fleißig dran weiterwerkeln. Jetzt hole ich mir das da drüben, denke ich mal. Was könnte der Entitus denn jetzt machen? Wahrscheinlich nur nach da oben gehen und sich das Map-Offering holen. Oder ich gucke einmal. Ja, genau. Totaler Stuss eigentlich. Und wenn er jetzt hierhin geht und danach hierhin, fällt das alles weg. Ich hätte mir den auch wieder sparen können. Hätte das alles ein bisschen früher haben können. Tja, man muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Und das funktioniert heute nicht ganz so gut. 31.000 haben wir noch, Leute. Dann nutzen wir die nochmal eben schnell. Wir haben hier, ich bin ganz Ohr, das holen wir uns. Das ist nämlich auf Stufe 1. Und oben hätten wir noch den eisernen Griff auf Stufe 3. Und das hat auch der Entitus bemerkt. Hier oben würde direkt ganz gut was wegfallen. Deswegen holen wir uns dann hier das verbitterte Gemurmel. Und jetzt, ja hier, warte mal. Danach, da muss er eigentlich nicht mehr hin. Obwohl dann natürlich die Frage ist... Boah, ich bin jetzt schon wieder arm. Okay. Na gut, Leute, ich wollte euch noch eben schnell im Shop was zeigen. Man kann den Shop von hier aus nicht mehr anwählen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich wollte euch ja noch die beiden neuen Outfits zeigen. Zum einen gibt es für Feng Min ein neues Outfit. Das Hauptevent ist die gute Feng in ihrer E-Sports-Karriere hier. Ah. Mir persönlich gefällt es nicht ganz so gut. Ich weiß nicht. Ich finde, Feng hat ein paar schönere Outfits, aber das muss natürlich wieder jeder für sich entscheiden. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Das finde ich ganz cool, aber ja, mir persönlich, weiß ich nicht. Ich finde es jetzt nicht so geil. Ich denke, ich werde es mir nicht holen. Zumindest nicht unmittelbar. Und der Doktor hat noch den schlechter Chirurg bekommen. Das ist der Doktor hier. Das hier ist so ein Greifarm von so einer chirurgischen Maschine, womit er dann um sich schlägt. Hier oben sprühen noch die Funken raus. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das wussten wir auch vorher nicht so recht. Aber die Maske ist schon sehr geil gemacht, ne? Und hier mit dem Blut, was er da dran hat, und dann ist ihm das hier, er hat sich das sogar in seine Venen reingezeckt. Und ich zeige euch mal den Rücken. Ich hoffe, ihr seid alle... Leute, habt ihr alle... Ich hoffe, ihr könnt was ab, ne? Sonst schaltet jetzt lieber ab. Bitz! Ja, sein Rücken ist offen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Da haben die irgendwas versucht. Ich finde, wie der den Schlauch und so hier auch rumgeknotet hat, das sieht auch so lustig aus, ne? Also das Doktor-Outfit, ich weiß... Der Doktor hat so viele geile Outfits, ganz ehrlich. Also, wir haben ja allein schon so viele Outfits. Es gibt sogar auch noch das hier. Das war ja das erste Outfit vom Doktor, was mit rauskam. Das habe ich auch noch nicht. Es gibt einfach zu viele... Also ich finde, der Doktor hat wirklich geile Outfits. Der Pestdoktor ist geil. Dann Lord Chloroform ist auch geil. Der hier, den finde ich auch cool. Den habe ich mir ja damals geholt. Der gefällt mir irgendwie auch. Und ja, das Matschauge. Ich dachte, ich hätte das hier gar nicht. Ist mir gestern im Stream aufgefallen, dass ich das doch wohl mir scheinbar geholt habe. Ja, und wie gesagt, ich habe mir jetzt halt für das Gespenst... hier das Outfit gekauft. Aber die Outfits kennt ihr ja schon. Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze an dieser Stelle. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sind wieder um 1 Million Blutpunkte ärmer. Aber beim Halloween-Event darf ja wieder fleißig gegeiert werden. In diesem Sinne, die Klinge, die sieht geil aus, oder? In diesem Sinne, ja, ich bin raus. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.